So, willkommen zurück hier im Anbremsgedöns zu Kurve 1 und 2. Wir sind in Part Nummer 3, kurz vor dem Boxenstopp. Unsere Reifen sind, wie gesagt, am Arsch. Wenn man sieht hier unten links den roten Balken, das ist der Reifenverschleiß. Ja, das Auto hat keinen Bock mehr gerade zu fahren. Oder auch schnell zu fahren. Wahnsinn, wie wir jetzt aufpassen müssen. Übrigens, für Leute, die keinen Gran Turismo haben oder noch nicht auf das HUD geachtet haben, unten rechts dieser weiße Balken, ne, der immer, oder jetzt auch unten links der weiße Balken in der Mitte des Bildschirmes. Rechts ist mein Gaspedal und links ist mein Bremsfuß. Oh, und wir sind ganz halt im vierten, was komplett falsch ist. Aber naja, lieber im unteren Drehzahlbereich fahren und ja, nicht riskieren, dass man irgendwie mit dem Auto ausbricht, als jetzt kurz mal aufs Gaspedal zu latschen, mit Traktionskontrolle aus und ja, womöglich im Kies zu landen. Das wäre nicht so gut. Oh, oh, was passiert denn hier? So, der zweite Platz war schon in der Box. Ja, sehen wir schön an der Zeit. Oh, wir sind hier im zweiten. Also langsam wäre ich unkonzentriert. Deshalb, wir müssen vielleicht mal in die Box, damit ich kurz mal ein bisschen Energy tanken kann. Unsere beste ist auch die absolute beste. Eine 210566. Geht auf jeden Fall noch besser. Wie viel haben wir noch im Tank? Wie viel müssen wir weniger tanken? Zwei Runden. Oh, oh. Verdammt, okay. Wir fahren jetzt in die Box. Ich war wieder viel zu unkonzentriert. So, zack. Da ist unser schöner Porsche 911 GT3 RSR im Ringpulli-Style. Oder im Ringpulli-Kleid. Wunderschönes Teil. Und raus. Okay, wo ist der hinter, wo ist der Mann hinter uns? Wir sind noch Erster. Das ist super. Weiß nicht, haben wir kalte Reifen? Ich hab beim Reifenthema überhaupt keine Ahnung, wie es hier in Gran Turismo gehandelt wird. Gibt es hier eine Reifentemperatur? Weil ich sehe kurz, wenn man irgendwie durchdrehende Reifen hat oder die Reifen kurz blockieren beim Anbremsen, wird unten links bei diesen Reifenbalken so ein roter Kasten angezeigt. Aber nach 2 Sekunden ist er auch wieder weg. Heißt das dann, wir haben wieder Idealtemperatur? Fahren wir ganz mit Idealtemperatur? Können unsere Reifen in Gran Turismo Sport, habe ich vorhin 6 gesagt? Ich meine in Gran Turismo Sport, können da die Reifen kalt werden? Das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich keiner weiß. Okay, das ist der rote Balken. Ich wollte ihn natürlich jetzt nur demonstrieren. Also ich wollte es tatsächlich echt demonstrieren, aber es war natürlich nicht geplant, dass wir uns wegdrehen. Guck mal, jetzt ist er auch wieder der rote Balken weg. Der war kurz für eine Sekunde da und schon ist er wieder weg. Haben wir jetzt wieder perfekte Reifentemperatur? Deshalb frage ich mich auch, wenn wir jetzt in den Kies fahren würden, ne, was ich jetzt lieber nicht demonstrieren will, haben wir dann für die nächsten paar Kurven oder Runden dreckige Reifen, dass die dann mehr rutschen? Das ist halt, das weiß ich nicht in Gran Turismo. Assetto Corsa, Project Cars, die Spiele, die, ne, normalerweise sehr viel Spiele, obwohl Assetto Corsa ist jetzt nicht so präsent auf dem Kanal. Da ist es ja simuliert. Wie ist es halt in... Oh Gott. Warum kriege ich die Kurve nicht mehr? Ich dachte, ich bin jetzt wieder konzentriert. Aber egal, Leute. Aber jetzt bin ich konzentriert. Jetzt kommen Runden. Huiuiui, schnallt euch an. Das wird ein Hit. Übrigens, wir sind über der Rennhälfte. 4 Runden über der Rennhälfte. Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, wenn ich nach der Zeit gehe, müssen wir so bei einer Stunde, also auf jeden Fall über eine Stunde müsste es jetzt gehen. Eine Stunde
11. Komm, ich wollte eigentlich 1:10 sagen, aber diese glatten Zahlen sagt ja jeder, deshalb 1:11. Damit wir auch schön die Einser Schnapszahl Ordnung haben. Das ist doch super. Komm, 1:11. Ich predict es. Auch hier. Wetten werden jetzt noch gerne angenommen. Wer wettet dagegen? Wer wettet dafür? Vorspulen zählt nicht. Halbe Sekunde besser. Interesting. Wir haben auch die frischesten Reifen, die es gibt. Aber abwarten. Bis ich zum Schluss nochmal hier die hoffentlich Soft-Reifen nehme. Dann geht's ja richtig ab. Dann rappelt's richtig im Karton. Und das hier in Japan. Ha! Wow. Ich weiß noch, dieser alte Spruch aus dummen Kindertagen. Xing Shang Shong, Chinese im Karton. Toll. War früher auf Schulhof der Hit. Mittlerweile denken die nur noch, oh, was ein Spaß. Geh doch jetzt bitte. Doch vor uns wieder ein Überrundungskandidat. Ich hätte auch hier gerne diese Anzeige wie in anderen Rennspielen. Also, ja, ne? Sprich, Assetto Corsa, Project Cars. diese Overall-Zeittabelle, so wer jetzt vor mir ist, in welcher Klasse er ist. Gut, in der Fall wäre das jetzt ja, nicht wichtig, weil alle fahren gerade in der Porsche Cup-Klasse. Auf jeden Fall, ne, wer vor uns ist, in welchem Zeitabstand, in welcher Platz der vor allem ist. Bei so Multiclass-Rennen oder Überrundungsrennen, wie es hier jetzt einer ist, wäre es schon wichtig. Oh, zu weit rausgekommen. Trotzdem schon wieder eine halbe Sekunde besser. Gut, die halbe Sekunde müsste auch jetzt schon wieder weg sein. Schade. Was ist eigentlich da hinten links für hohe Zäune? Das sieht auch. Also wir kommen ja, wir kommen noch ein paar Mal an der Stelle hier vorbei. Könnt ihr mal selbst darauf achten. Da gibt es so riesengroße Zäune, so als irgendwie im Stadion hinterm Tor solche diese Abfangzäune wären. Das ist riesig. Oder ist hier ein Stadion noch? Wir kommen ja eh gleich nochmal dran vorbei. Könnt ihr nochmal das begutachten? Wer zurückgespult hat, dann kann lass dir gesagt sein, das war nicht clever. Ja, wie gesagt, wir kommen ja noch ein, zwei Mal dran vorbei. Also, denke ich mal. So, mindestens 10 Mal müssen es doch sein. Oh, sehr schön reingebremst. Scheiß rausgekommen. Okay, okay, okay. Es hat keiner gesehen. Wir fahren ganz normal weiter. Am Coca-Cola Zero Riesenrad. Mittlerweile immer, wenn ich Riesenrad höre, dann gibt es immer so Flashbangs vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Nordschleife Nürburgring. Mit dem Caracciola oder. Nee, wie hieß das damals? Ravenol Riesenrad? Die ganze Zeit gesagt wurde, er ist ein Ravenol Riesenrad, gesponsert von Ravenol. Eintrittspreis kostet, glaube ich, 4 Euro. Die ganzen Gags mit den 440 LEDs oder. Was waren das? Wie hieß da die Stelle? Ex-Mühle, die Abfahrt zu der Pizzeria. Und der eine Typ, der kommentiert hat, der wohnt auch ganz in der Nähe von der Nordschleife. Das war ein Hit damals. Diese ganzen Trickspiele im Chat. Noch immer, wenn dann Vodafone Gigaspeed Livestream gesagt wurde, hat jeder im Chat Prost geschrieben.
Wahrscheinlich nur zwei Leute haben wirklich mitgetrunken. Aber schon Hit damals. Diese ganzen Gags. 440 LEDs, Ravenol Riesenrad, Eintrittspreis 4 Euro. Das war Wahnsinn. Das hat auch einen wach gehalten. Immer wenn man am PC saß und ich mir einen Hotdog reingeschoben habe, reingedrückt habe zwischen die Zähne, muss man immer schön lachen. Denkst, oh nein, nicht schon wieder. Der letzte Ravenol Riesenrad-Gag war doch erst 2 Runden her. Sprich, 15 Minuten. Oh Gott. Was passiert hier? Die Reifen dürfen noch nicht im Arsch sein. Nein! 360 für die Fans. Mal gucken auf die Karte, wir haben einen guten Vorsprung. Ich glaube, wir haben die Überrundungskandidaten relativ gut überrundet, denn ich glaube, bei uns waren sie alle in der Box. Aber vor uns ist ein Dreier- und ein Viererpulk. Ach du Jemine, das wird stressig. Das wird stressig. Oh, das wird nichts. Aber ich wollte auch mit Quergetreibe das Ding noch abbremsen. Alter, sehr kurz übersetzter erster Gang. Freut mich, sind die Gänge wirklich so auch wie in echt? Weil ich kenn's doch aus Rennwagen, dass der erste Gang einfach useless ist. Den kannst du einfach ignorieren. Okay, was ist hier los? Klärt mich auf. Hab ich noch Reifen? Ah ja, nee, hier, die Rechts- und Linksansicht geht ja hier nicht. Obwohl, im Innenraum geht sie, in jeder Kamera geht sie, nur in der Außensicht nicht. Selbst mit dem Controller habe ich letztens gesehen. Okay, gut. Genug 360s. Die Reifen sind bestimmt jetzt eh schon irgendwie 2 Runden früher kaputt. Durch den ganzen Quatsch. Dann machen wir die 360s, weil wir schon kaputte Reifen haben. Auf jeden Fall weiß ich schon, wie ich die Folge nennen würde. 360s für jedermann oder so. Einfach nur 360. Dieses TH, wenn man das zu oft sagt, dann wird man einfach nur sprachbehindert. Also mit dem nee, zwischen Zunge am unteren. In den unteren Zähnen. 360. Gott, oh Gott. Wenn man es sehr oft macht, dann weiß ich nicht. Kommt man sich schon ein bisschen dumm vor. Aber naja. Kann uns ja egal sein, wir sind Erster. Wir kriegen das dicke Preisgeld. Hoffentlich. Nicht drehen. Aus. Böses Heck. Nicht. Böses Heck. Warte mal. Nein. Dalton. Böses Heck. Aus da hinten. Pfui, Deibel. Pfui. Oh, lenken. Nie mehr machen. Nie mehr. Oh, rechtzeitig bremsen, denn wir wollen diesen Part wieder beenden, denn wir fahren schon wieder länger als 15 Minuten. Habe ich so ein Gefühl. Und links läuft eine Uhr da. Ja, und links läuft eine Uhr, die mir relativ gut sagt, dass es jetzt viel zu spät ist. Von daher, Leute, bis morgen 15 Uhr auf der Kanal. Und ja, bye bye, have a great time. Bye, have a great time.